So, hallo und willkommen. Hier in diesem Teil geht es um mehrdimensionale Arrays an Funktionen übergeben. Ja, so heißt der Titel. Also wir werden mehrdimensionale Arrays an Funktionen übergeben. Beim Durchlesen dieses Kapitels ist mir einiges aufgefallen, dass es doch ein bisschen tricky ist. Das, was ich im Kapitel Arrays an Funktionen übergeben habe, erklärt habe mit dem Array zerfällt in einen Zeiger. Im Prinzip ist aus einem Array ein Zeiger gemacht worden und bla, geht mit der Rechnung insofern nicht ganz auf, weil sobald wir ein mehrdimensionales Array verwenden, dann stimmt das eigentlich so nicht mehr. Ich habe ja gestern geschrieben, dass ich hier hatte ich in dem Fall addiere, und zwar ein Int addiere. Hier schreibe ich einfach mal Void, weil ich nachher eine Void-Funktion brauche. Und da habe ich ja irgendwas gemeint mit Int Zahlen. Und das wäre das gleiche, also wenn ich hier ein Array habe, das gleiche wie das hier. Dann müsste man ja auch hergehen und verstehen, dass man, wenn man ein zweidimensionales Array hat, ich nenne es nicht Zahlen, ich nehme mal Koort für Koordinatensystem mit x und y, 2 mal 3 Felder, ich initialisiere auch gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann es auch anders hinschreiben. Ich packe das persönlich gerne so zusammen, dass ich einfach hier noch geschweiften Klammern setze und es so hinschreibe. Das mache ich mal da oben. Ja, das kann ich eigentlich. Na, jetzt bald. So. Das ist verkehrt. Oh Mann. Ja, ich lasse es jetzt so. Also man sieht hier einfach schöner 1, 2. Das ist diese erste Größenangabe. Und einzelne, die Zeile hat entsprechend drei Elemente. Zwei Zeilen, drei Elemente. 1, 2 Zeilen. Drei Elemente jeweils pro Zeile. So. Das heißt, wenn ich nachher Koort hochgeben möchte in Addiere. Ich nenne es mal um in Ausgabe, weil ich dieses Koordinatensystem mit diesen Werten ausgeben möchte. Dann müsste ich ja rein theoretisch, weil es sind zweidimensionales Arrays, also zweimal solche eckigen Klammern, müsste ja rein theoretisch das hier aufgehen. Ob es das tut, werden wir jetzt merken. Ausgabe. Aus. Gabe. Koort. Wir sehen, das Argument vom Typ int Stern 3 ist mit dem Parameter vom Typ Stern int Stern Stern inkompatibel. Das heißt, hier draus möchte ich gerne machen einen Zeiger auf ein Array der Größe 3. Und ich habe gesagt, du bist ein Zeiger auf Zeiger. Ich nenne es auch mal um in Koort. Dann müsste ich praktisch sowas hinschreiben. Tut's jetzt. Muss mal versuchen. Das tut's auch nicht. Was aber gehen müsste und sollte, ist diese Schreibweise. Ja, das funktioniert jetzt wiederum. Ich habe zwar gesagt hier, dass das praktisch ersetzt wird durch das hier. Das gilt bei einfachen Arrays, mag sein. Aber sobald wir zweidimensionale oder mehrdimensionale Arrays haben, müssen wir eine Größenangabe mit angeben. Speichermäßig dürfte es eigentlich grob keine Wirkung haben. Ich kann diese, ein mehrdimensionales Array gibt es Speicher, wenn man den Speicher betrachtet, gar nicht. Ob ich jetzt hier 2x3 Elemente habe oder 1x6. Oder ein einfaches, nur mit 6 Elementen. Im Speicher wird es immer auch so aussehen, dass in der ersten Stelle eine 1 drin steht, eine 2, dann eine 3, dann eine 4, dann eine 5, 6. Das hat für uns Programmierer einfach optisch den Vorteil, dass wir praktisch, ja, das ist
hat den Programmiervorteil, dass wir hier praktisch so tun können, als würden wir mit Tabellen und Listen und Koordinatsystemen arbeiten und können durch Angabe verschiedener Indizes auf die einzelnen Bereiche zugreifen. Das ist oft notwendig, wenn wir ein Koordinatensystem haben und wissen, x hat jetzt diese Koordinate, y diese Koordinate und ich möchte jetzt den Wert daraus herauslesen. Zum Beispiel habe ich hier die Zeilen, weiß nicht, spiegeln vielleicht mal den Monat wieder, die Spalten entsprechend vielleicht den Tag und ich möchte wissen, der Monat und kombiniert mit dem Tag, was für eine Stundenanzahl steht jetzt da drin als Beispiel an Arbeitsstunden oder so. Und kann man einfach durch die saubere, durch die Benutzung von, ja, Monat, Tag, ich würde mal sagen Monat 2 Februar und Tag Nummer 3, durch solche schöne Spielereien direkt auf die entsprechenden Koordinate direkt zugreifen. Das ist einfach nur benutzerfreundlicher, als jetzt zu merken, mein Index 6 war entsprechend Februar, Tag 3. Das ist schwieriger zu merken. Wenn wir aber schon mit mehr Dimensionen, mit mehreren Indizes arbeiten, müssen wir hier beim Aufruf einer Funktion leider auch darauf achten, dass wir auch mit dieser Schreibweise weiterarbeiten und die Größe der letzten Elemente mit angeben. Wir können natürlich auch optional hier die Größe mit angeben, sagen, ach, ich kenne doch die Größe meiner Elemente, ich schreibe das so hin und dementsprechend funktioniert das. Das ist übrigens auch mit einfachen Arrays möglich, dass ich hier eine Größenangabe mache und die nicht leer lasse. Lasse die aber jetzt mal leer und benutze hier meinen zweiten Wert. Den ersten Wert kenne ich beispielsweise nicht. Ich gebe also int elements bzw. int n mit hoch, das heißt die Anzahl der Elemente. Mache ich mal n rein. Const int n gleich 2. Const, weil daher ein Array möchte nur Const-Werte. Wenn ich Const jetzt weglassen würde, würde hier gleich ein Fehler kommen. Der Ausdruck muss einen Konstantenwert aufweisen. Also okay, du kriegst hier einen Konstantenwert. Bitteschön, jetzt hast du einen Konstanten. So, ich kann natürlich optional jetzt hergehen und auch da das hier weglassen. Da merkt ihr schon, es geht gar nicht. Wenn ich sage, ich möchte jetzt, okay, ich lasse das weg und gebe den Wert auch als Größe mit hoch. Seht ihr hier schon, ein Array darf keine Elemente dieses Typs aufweisen, was es auch heißen mag. Wichtig ist zu wissen, wenn ich ein zweidimensionales oder mehrdimensionales Array habe, muss ich die anderen Größen mit angeben. So viel müsst ihr euch merken. Und dann funktioniert das Ganze auch. Jetzt kann ich hier drin eine Vorschleife. Dann noch eine Vorschleife, weil ich habe zwei Dimensionen, die ich durchwandern möchte. Also zwei Dimensionen, die ich durchwandern möchte. Und entsprechend brauche ich auch zwei Laufvariablen int i, int j, Semikolon, int i soll laufen, wie weit, i kleiner n, plus plus i, und j wissen wir ist Größe 3, j kleiner 3, j plus plus, j plus plus j. Jetzt kann ich auch mit cout, Koort, die i-te Reihe ist also 0 und die i-te j-te Spalte ist also 0. 0, 0 wird ausgegeben. In der nächsten Schleifendurchlauf ist j auf 2. Ach, das kann schon nicht aufgehen. Bei 0 fange ich an zu zählen. Dann ist j auf 1, j auf 2 und so weiter. Also 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 2 wird ausgegeben. Dann 1, 0, 1, 0, 1, 2, das sehen wir jetzt gleich. Hier will ich kein Endline, hier möchte ich ein Leerzeichen. Und wenn diese Vorschleife durch ist, gebe ich dann eine Zeile aus. Und dementsprechend müsste ich eigentlich eine schöne saubere Tabelle abgebildet bekommen. Dem ist auch so 1, 2, 3 in einer Zeile, 4, 5, 6 in der zweiten. Genauso wie ich es hier definiert habe in Main. Das wurde also ausgegeben. Ihr seht schon hier, bin ich rein theoretisch in der Lage, durch mehrdimensionale Arrays
Tabellen oder sogar Koordinatensysteme im Raum abzubilden, wenn ich noch Z-Koordinate hätte. Nehme ich mal die Größe 99, ach nee, einfach 9. Und da würde es genauso funktionieren, wenn ich dann entsprechend hier Größe 9. Und dann müsste ich hier aufpassen, dass ich die n, also n Zeilen, also x ist n, y ist 3 und 9. 9 ist mir etwas zu groß. Mach ich mal 2 draus. So, 3 mal 3 Zweierblöcke. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich habe 2. Und 3 mal 2, das bedeutet also, müsste rein theoretisch das so gemacht werden. Einmal. Zweimal. Na. Und. Ach man, tippen muss man können. Wo ist denn jetzt die geschweifte Klammer? Och nö. Ich bin versehentlich auf die Bild-Taste gekommen. 4 und die 5. Dann mache ich das zu. Komma. Und mache da eine neue. 1, 2, 3, 4, 5.6. Elf, 11, 22, 33, 44, 55 und 66. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja. Ich muss hier natürlich darauf achten, dass da auch die Größe übereinstimmt. Und dann passt das wieder. Jetzt habe ich also ein dreidimensionales Array erstellt. Das heißt, ein Index mehr mit Größenangabe, dementsprechend auch eine Schleife mehr. IJ, die nächste logischere Laufvariable wäre jetzt K. K, IJ, K. Und dementsprechend würde in der innersten auf das einzelne Element zugegriffen werden, nachdem wir ein I, J und K haben, können wir auf die innerste zugreifen. Das bedeutet, dann müsste die Ausgabe hier rein. Und die Ausgabe, das ist jetzt schwierig. Ich kann kein dreidimensionales Array in einer Tabelle abbilden. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ich versuche mal was zu machen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, ich soll das so machen. Mal schauen, was da rauskommt. Ach ja, schön. IJ. Ich habe vergessen, bei der Ausgabe noch K mit anzugeben. Wenn ich die Ausgabe nämlich nur auf einen oder einen zweiten Index beschränke und ein Index fehlt, kriege ich natürlich die Adresse. Wir wissen ja im Prinzip, man kann nicht sagen, dass Arrays Zeiger sind. Aber die sind doch sehr nah verwandt. Man kann schon sagen, dass wenn ich die bloße Nennung des Arrays habe, ich habe ein eindimensionales Array, nenne aber nur den Namen, dann habe ich praktisch einen Zeiger aufs erste Element. Wenn ich zwei Dimensionen habe, aber nur eine Dimension angebe, habe ich einen Zeiger auf meinen, gehen wir davon aus, da würde jetzt 0 drin stehen, hätte ich den Zeiger auf die erste Reihe. Ich habe eine Reihenangabe, in der Reihe habe ich die Spalten, habe die Spalten aber bei der Ausgabe nicht angegeben, dann würde ich praktisch einen Zeiger auf die erste Reihe bekommen. Hätte ich jetzt noch eine dritte Koordinate und würde die mit angeben bei der Ausgabe, allerdings die dritte vergessen, dann habe ich praktisch einen Zeiger auf dieses letzte Element, wenn ich den nicht mit angebe. Das ist jetzt blöd erklärt, ich hoffe, das verwirrt euch nicht allzu sehr, falls doch, das war eine Randbemerkung, die ihr getrost ignorieren könnt. Und hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 22, 33, 44, 55, 66.
Das heißt, der zweite Wert 2, 4, 6 und hier entsprechend 22, 44, 66, die gehören halt entsprechend der Spalten an der Spalte. Ich habe hier zwei Reihen, das stimmt. Die zwei Reihen bestehen aus 1, 2, 3 Paketen, das stimmt. Und die einzelnen Pakete haben einen zweiten Anhang. Die 2, 4, 6 und hier die 22, 44, 66. Das kann ich leider nicht da hinten schieben, weil eben das hier ist zweidimensional. Das wäre dreidimensional. Dreidimensional, weil eben Array, drei Dimensionen. In Kapitel Arrays habe ich erwähnt, dass man eigentlich, wenn ich hier jetzt habe, n mal Größe 2 mal 3 mal 2, das sind 12, müssen 12 Elemente sein. 2, 4, 6, 18, 12, Tatsache. Dann könnte ich eigentlich auch mit einer Schleife von bis zu 12 durchlaufen lassen und auf die einzelnen Elemente zugreifen. Ich mache das jetzt mal, kleiner gleich 12. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Und es klappt insofern nicht, weil klar, ich habe hier entsprechend einen Zeiger. Jetzt müsste ich mal überlegen, wie kann ich da auf die Elemente zugreifen. Eins, elf, null und oh jemini. Gut, ist ein bisschen weiter hergeholt, also in Sachen Cup Arrays, das kann man sich ja tot und dämlich nicht studieren, dieses Prinzip der Arrays. Was wie funktioniert, wann es Zeiger sind, wo wann Adressen drinstecken, was intern eigentlich das Compiler daraus macht, wann ich wo wirklich auf wirkliche Werte zugreifen kann. Wichtig ist, wenn ihr zweidimensional oder hier in dem Fall dreidimensional Arrays habt, beim Aufruf einer Funktion einfach den Array-Namen benennen ohne Indexangabe. Allerdings muss man dann in der Funktion mit angeben, hör zu, du bestehst aus so vielen Dimensionen und die letzten beziehungsweise alle Indizes nach der ersten müssen die größten Angabe haben. Wir können natürlich auch alle größten Angaben mit angeben. Hier wissen wir es ja und dementsprechend funktioniert das. Problematisch wird es natürlich, wenn ich ein anderes Koordinatensystem hätte mit anderen Werten, dann müsste ich natürlich hier ein bisschen flexibler werden und da wäre es sinnvoll, es erst so zu machen. Das Problem ist mit der Flexibilität ist, das ist das Problem. Wir sind hier festgelegt auf 3x2. Also ein Koordinatensystem von x, y, so und so viel x Werten. Allerdings aus 3y und 2 z Werten. Gehen wir mal zurück auf eben eine Tabelle. Ich möchte jetzt wieder eine Tabelle abbilden. Jetzt müsste ich, oh je, was habe ich da wieder gemacht? Ich glaube, das müsste so gewesen sein, oder? N ist 2 mal 3. 2 mal 3 bedeutet das. 2 mal 3 bedeutet das. Bedeutet eben nicht doch zwei Zeilen, drei Elemente. Das war zu viel. 2 mal 3. 1, 2, 3. Was ist denn jetzt hier falsch? Okay, hier läuft jetzt irgendwas falsch. Ich weiß noch nicht was. Dann gebe ich das einfach mal neu an. Döp, döp. 1, 2, 3. Döp, döp. 4, 5, 6. So, da mache ich wieder ein N draus. Komisch. Naja, jetzt habe ich wieder eine Tabelle. Das heißt, die Anzahl der Zeilen ist mir egal. Mir ist wichtig zu wissen, wie viele Spalten ich habe. Das müssen wir mit angeben. Und wir sind jetzt immer auf eine Tabelle von N Zeilen immer auf drei Spalten beschränkt. Das macht uns etwas unflexibel. Und da gibt es sicherlich auch Mechanismen, wie wir das ja echt dynamisch anpassen können. Und hier in dem Teil des Videos eigentlich nur darum, wie übergebe ich ein mehrdimensionales Array an eine Funktion. Es erfordert etwas Übung, um überhaupt
zu begreifen, wann gebe ich einfach nur den Namen an und dann habe ich plötzlich doch wieder die Angabe der Indizes, dann habe ich, man kommt da besonders gerne durcheinander. Ihr könnt es euch aber so so merken, dass ihr einfach euch vorstellt, beim Aufruf der Funktion nenne ich einfach den Namen des Arrays, den bloßen Namen, weil ich weiß, dass das intern als Call by Reference übergeben wird, dann brauche ich einen gewissen Index eigentlich nicht mit angeben. Ich gebe einfach den bloßen Namen mit an. Und da muss ich dann explizit sagen, hör zu, du kriegst jetzt einen Wert mit, du sollst das daraus machen. Das heißt, wir haben hier praktisch wieder aus dem, was die Ausgabe wirklich bekommt, hat er das draus gebastelt, muss die Informationen haben, wie groß sind denn meine Indizes? Das erste kann weggelassen werden, muss aber nicht. Ich schreibe es jetzt mit rein. Und dann erstellt er temporär praktisch hier ein Array, das genau so aussieht. Und arbeitet in Wirklichkeit mit diesem Wert. Also er hat im Prinzip hier eine Referenz auf dieses Koordinat erzeugt. Und designt es in dem Fall lokal für diesen Bereich entsprechend so um, dass ich sage, ich habe hier gerne ein 2x3 Felder. Interessant wäre zu wissen, ob man das auch ändern kann. Da müsste ich persönlich auch herumspielen. 3x2, geht das überhaupt? Nein, geht nicht. Hier erkennt er schon, Koord kenne ich. Ich weiß, dass ich aus 2x3 bestehe. Und hier sagt er es schon, ich möchte kein Stern auf 3 Array, sondern ich möchte einen Zeiger auf, ich kann keinen Zeiger von 3 auf 2, Zeiger auf 2 Elemente angeben. Hier in dieser Fehlermeldung sehen wir, in Wirklichkeit wird das erste Array tatsächlich in einen Zeiger umgewandelt. Und zwar ein Zeiger auf ein Array. Das bedeutet, im Prinzip haben wir hier tatsächlich einen Zeiger auf ein Array aus 2, hier in dem Fall aus 3 Elementen. Wir haben hier 2x3, das verwirrt. Ich mache das einfach mal weg. 2x3, das heißt, im Prinzip macht er hier jetzt ein Array, ein Zeiger auf ein Array von Größe 3. So, das tut er. Allein in dieser Fehlermeldung haben wir das gesehen, wenn wir das mal bis abändern und dann merkt er hier immer mal zu, das Argument vom Typ int Stern 3. Dieses int Stern ist ein Zeiger, ein int Zeiger. Und zwar auf ein Array der Größe 3. Diese eckigen Klammern in der Fehlermeldung zeigen an Größe 3. Also int Stern 3 heißt int Zeiger auf ein Array Größe 3. Ist mit dem Parameter von Typ int Stern 2 inkompatibel. Hier haben wir das. Int Stern auf 2 und hier haben wir int Stern auf 3. Das heißt, ich gebe das ja hier mit hoch mit der Größe 3 Spalten. Und hier sage ich, mach zwei Spalten raus und dann nörgelt natürlich hier, wird natürlich genörgelt und hier kommt dann die Meldung, hier, das geht nicht. Und das ist schon ein Indiz dazu, dass da tatsächlich ein Zeiger draus gemacht wird. Was ich persönlich jetzt hier falsch mache, verstehe ich auch noch nicht, warum das hier nicht funktioniert. Dass ich das nicht so machen kann. Im Synonym dazu, dass ich jetzt hier auskommentiert jetzt hinschreibe, Koord. Ich möchte ein Array von 2 haben, mehr nicht. Und da würde dazu halt dieser Aufruf gelten. Im letzten Kapitel habe ich ja beschrieben, dass das mit dem kompatibel ist. Das würde dann heißen, dass ich mache es mal drüber und hier mache ich es auch drüber. Ausgabe. Also zwei Versionen erstelle ich jetzt. Einmal ein normales Array. Eigentlich wiederhole ich jetzt aus dem letzten Kapitel. Dann Größe n. Größe n gibt es nicht mehr, machen wir 2. Die Größe 2. Die Größe lasse ich auch mal weg, sei es drum. So, wenn ich hier ein einfaches Array habe, kann ich den Namen bloß Namen nennen und kann hier angeben, du kriegst jetzt einen Zeiger. Weil intern macht ja mein Compiler das draus. Dementsprechend müsste man ja erwarten, dass man, wenn man hier einen Index, zwei Indizes hat, müsste man in der Lage sein, ein Zeiger auf nix und hier ein Zeiger auf ein Array. Das tut es leider nicht. Und ich kann nicht erklären, warum und woran es liegt. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Auch nicht. So funktioniert.
auch nicht. Vielleicht klammere ich das einfach mal aus und mache dann eine 3. Geht das? Ach ja. Ach ja, das geht. Ja, das geht. Also, das war einfach nur ein Vorrangsproblem. Hier hat er erstmal Koort das interpretiert und gesagt, ich bin ein Zeiger auf ein Array. Das stimmt nicht. Also, beziehungsweise der Vorrang war hier, ich bin ein Array aus 3 Zeigern. Das stimmt so nicht. Sondern ich bin ein Zeiger auf ein Array von Größe 3. Ah, okay. Also man sieht, dass unser erster Array tatsächlich in einen Zeiger umgewandelt wird, überführt wird oder auch, wie das im Buch so schön heißt, zerfällt. Und die nächste Dimension, die Größe des nächsten Dimensions müssen wir mit angeben. So einfach ist es eigentlich. Das, was die Sache so kompliziert macht, ist eben dieses Zusammenspiel, dass man es entweder so schreiben kann, oder ob man das so schreiben kann, oder ob man das so schreiben kann, das ist halt das Verwirrende. Dementsprechend kann ich euch empfehlen, bleibt bei einer Version. Wenn ihr mit Arrays arbeitet und einen Index angibt, dann bleibt auch beim Aufrufen und Übergabe dabei. Beim Aufruf der Funktion einfach nur die Benennung des Arrays. Einfach nur das Arrays, das ist also der Zeiger, also die Adresse auf das komplette Array, egal wie viele Dimensionen es hat. Und von dort aus springen wir dann entsprechend hier in der Funktion in die wahre Struktur und geben die wahre Struktur wieder mit an. Und damit arbeiten wir dann. So, das war jetzt durch die Rücken in die Brust, aber gut, ich hoffe, es war jetzt nicht allzu kompliziert. Ich habe auch gerade etwas gestutzt, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Es ist knifflig. Vor allem stellt euch vor, ihr hättet jetzt ein Array aus Zeigern. Hier haben wir hier echte Werte drin, ne? Wir können natürlich auch hier statt Werte Zeiger speichern. Also sowas hier. Wenn ich jetzt ein Array aus Zeigern haben möchte, müsste ich hier eigentlich einen Stern davor stellen. Und das war genau das Problem hier. Wenn ich einfach einen Stern dazu stelle, dann habe ich ein Array aus Zeigern. Aber kein Zeiger auf ein Array. Das war eben das Problem, warum ich das hier explizit klammern musste vorhin. Damit er interpretiert, ich möchte einen Zeiger auf ein Array von 3 Elementen. Das war ja vorhin das Problem. Und hier mit dieser Angabe ohne Klammerung macht er ein Array aus Zeigern auf Int. Hier ein Array aus Zeigern auf Int. Von rechts nach links gelesen. Ein 2x3 Array aus Zeigern auf Int. Nochmal, ein 2x3 Array nennt sich Koort. Das besteht aus Zeigern auf Int. Ja, das war eben das Problem. So, wenn ich jetzt also hergehe und sage, ich möchte ein Array aus Zeigern haben, dann kann die Sache ja noch komplizierter werden. Vor allem wird es dann richtig kompliziert, wenn ich sage, ich habe ein Array aus Zeigern, die wiederum auf Zeiger zeigen. Dann müsste ich das so angeben. Und das in Kombination mit Arrays ist richtig, richtig, richtig eklig. Man kann sehr schöne Anwendungen mitschreiben. Zeigern, Arrays, Zeigern, Array aus Zeigern, die dann immer woanders hin zeigen. Man kann schöne Strukturen erbauen mit, aber es kann sehr, sehr schnell kompliziert werden und man verliert sehr leicht und sehr schnell den Überblick. Aber ich hoffe, ihr werdet weniger damit zu tun haben. Wichtig ist, Übergabe in diesem Kapitel ging es darum, Übergabe mehrdimensionaler Arrays an Funktionen, Aufruf der Funktionen. Und jetzt kann ich hier oben einfach mit Koort rumarbeiten, genauso wie wenn ich jetzt hier drinnen wäre. Merkt euch das Call by Reference, damit ich die Werte nicht verändern kann, kann ich diesen kompletten Array auch konstant setzen, indem ich hier auch vorne einfach einen Const hinsetze. Und dann ist mein Array konstant und ich kann die einzelnen Werte nicht mehr verändern. Aber wie gesagt, dazu später irgendwann, wenn es um Const Correctness geht. Ein Stichwort, was in der Programmierung, vor allem in C++, sehr groß geschrieben wird. Gut. Ah, das war jetzt etwas extrem. Da schaut ihr euch das Video einfach ein paar Mal an. Nochmal Kapitel Zeiger, Kapitel Arrays. Und dann dürftet ihr eigentlich bald richtige Profis drin sein. Wenn nicht, stellt mir Fragen. Ich kann versuchen, das ein oder andere nochmal neu zu erläutern.
wieder aufzugreifen. Überhaupt kein Problem. Ihr müsst euch einfach nur melden. Bis dann. Danke fürs Zuhören, Zusehen und bis zum nächsten Mal.